Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von Forza Horizon 4. Und da ist er wieder. Der schöne 1LE. Und wir fahren natürlich wieder zu Ischers Taxi-Service. Wo ich ja der begabte Fahrer bin. So, ist ja quasi um die Ecke. Boah, Kurvenlage ist geil. Wirklich ein Monster. Und auch wirklich ein ganz schönes Stück schneller als der Camaro. Ich habe mal ein Battle gemacht mit Kai. Zwar auf Fortune Island, gibt es ja den Kraken. Und da sind wir mal gefahren, also beide Autos waren Serie. Ich bin den ZL1 gefahren und Kai hier den ZL1 1LE. Der 1LE hier war schon deutlich schneller. Das Ganze haben wir nochmal gemacht mit der Corvette Z06 und der Corvette ZR1. Auch da war die ZR1 deutlich schneller. Wir haben beide Fehler gemacht, beide Fahrfehler. Sind nicht perfekt gefahren. Aber das war schon deutlich. Ich glaube sogar bei der Camaro war der Unterschied größer. Das Problem bei der ZR1 war halt Grip. Gerade auf Fortune Island halt, ne? Da hält der Wagen ja ganz gerne mal ab und ja, wenn du erstmal in der Luft bist mit der ZR1, dann auf den Boden kommst, dann Grip, nee, gibt's nicht. Dann ist Grip weg. Und auf Fortune Island war halt zumindest halt für die ZR1 waren halt die Kurven, will ich sagen, zu viel, aber es ist halt schon wirklich sehr schwierig, mit der dann wirklich sehr schnell zu fahren, ohne dabei rumzudriften. Ich meine, gerade die Driftstrecke kann man mit der ZR1 bestimmt hervorragend driften, aber bringt ja nichts. Da war die Z06 eigentlich gar nicht so schlecht. So, vom Regen in die Taufe. So viele Fahrten, so viele Kunden. Ich würde ja jemanden einstellen, der mir hier hilft, aber dann hätte ich nur mehr Zeit, wegen anderen Sachen in Panik zu geraten. Wie furchtbar. Mein Beileid. Ja, sie hat schon ein schweres Leben. Ich hab den Abholort bestimmt. Er liegt draußen auf dem Land. Ist Hölle. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja gut, bis 11.000 Drehungen drehen. Ist wieder völlig normal. Also so circa doppelt so wie der Camaro. So gefühlt. Na gut. Sind die Anzeigen sowieso überfordert. Sowohl von der Geschwindigkeit als auch von der Drehzahl. Das sag ich da auch so nicht mal am Ansatz. Oh Gott. In 400 Metern links abbiegen. Ach ja, Taxi, ne? Komm, 300. Links yes. Abbiegen. Ich wollte nur 300 fahren. Jetzt ist die Zeit ja eh relativ egal. Wenn wir zum Ort hinfahren. Also glaube ich zumindest. Dass es nicht zählt. Selbst wenn es Wurst. Oh, anhalten. Wo ist jetzt der Fahrgast? Oh, los, mach schnell, bevor es anfängt zu regnen. Ja, Ischa, es regnet schon längst. Ja, muss der Fahrgast, weiß ich doch nicht. Ich habe eine optimale Route berechnet und sie an dein Navi geschickt. Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genug andere Dinge zu tun. Na, die arme Frau hat so viel zu tun. Alles in Ordnung? Ich bin klitschnass. Danke der Nachfrage. Und jetzt bematsche ich dein schönes, sauberes Auto. Oh. Bitte fahr mich einfach heim nach Broadway, ja? Kann ich machen. In 400 Metern scharf links abbiegen. So, Musik bitte aus. Danke. Tolles Wetter heute, sagt sie. Wie wär's mit einem Spaziergang im Grünen, sagt sie. Wozu ein Schirm, sagt sie. Was könnte schon schief gehen? Wo soll man da aber spazieren gehen? Würde ich jetzt gerne wissen. Und ja, ist halt britisches Wetter. Also da muss es regnen. Ihr Festival-Leute findet die Nässe aber toll, oder? So glatt, dass ihr quer durch die Gegend rutscht.
Oh ja. Muss halt, ne? Ist so quer, siehst du mehr. Weißt du, was witzig ist? Da, wo ich herkomme, regnet es ungefähr 150 Tage im Jahr. Und wir sind trotzdem jedes Mal überrascht. In 200 Metern da kommst du denn? Rechts abbiegen. Das macht der Kabel bestimmt nicht. Rechts abbiegen. Moment. In 400 Metern rechts abbiegen. Natürlich. Das war so klar. Und ich gehe jetzt rein, trinke eine Tasse Tee und nehme ein langes, heißes Bad. Danke, du warst meine Rettung. Genieß das Wetter. Wenigstens dir macht es Spaß. Schön klischeehaft, ne? Tee trinken in England, es regnet. Genau, ein Stern. Das ist aber nicht so schön. Ich war doch ein super Fahrer, ja? Lurie, nur ein Stern. Direkt töten hat Vibe. So eine Frechheit hier, ihm einen Stern zu geben. Nicht alles zu ernst nehmen, was ich sage. Ich bin nicht frauenfeindlich. Und ich mache gerne Witze darüber. Ne, komm, wir machen weiter. Ich denke mal noch so zwei Kapitel mit Ischer hier noch machen heute. Und dann mit dem können wir noch einrennen. Oder zwei. Das ist ja wohl eine Frechheit hier. Das ist absolut Frechheit. Pete's Meat Insider. Oder Pete's Meat Zitat auf jeden Fall. Also, obwohl wir viel mehr Fahrgäste haben, als wir transportieren können, meinte mein Freund Joe Carter, dass wir ein bisschen Werbung brauchen könnten. Er hat sie für uns organisiert. Wie nett von ihm. Okay. Ich darf ein gescheites Auto fahren, das freut mich. Er will mir nicht verraten, wie genau sie aussieht, aber er besteht auf dich als Fahrer. Das muss schon was heißen. In 200 Metern rechts ab. Will er Suizid begehen? Dann bin ich genau der richtige Fahrer. Moment, Joel hat geschrieben. Ich? Oh nein, das ist kein gutes Zeichen, wenn er mich so nennt. Ich habe eine Cross-Promo mit meinem Weltschnellsten gestartet, um die schnellste Taxifahrt der Horizon-Geschichte zu verlosen. Das ist einfach nur Türke. Die sagen nicht ich, die sagen ich. So, ey, ich war das nicht. In 400 Metern rechts abbiegen. Ah ja, Klischees. Rechts abbiegen. Der Gewinner ist ein Horizon-Fan aus den USA. Keine Sorge, dein neuer Fahrer packt das. Immer positiv denken. Danke für die Fahrt. Ich weiß, das ist seltsam und es ist nicht weit, aber ich bin wegen des Festivals hier und ein Fan von Beschleunigungsrennen, seit ich denken kann. Also, tja, Horizon ist schon was, nicht wahr? Diese Reifen! Was zur Hölle? Wow! Ich kann es kaum abwarten, zu Hause allen davon zu erzählen. Aber das hat noch Zeit. Noch bin ich nicht fertig mit dem Festival. Danke dir und Joel und allen. What the fuck, aber es geht auch besser. Ja. What the fuck, einfach nur. Ja, das sind mal Reifen, ne? Wow. Ich kann es kaum abwarten, zu Hause allen davon zu erzählen. Aber das hat noch Zeit. Noch bin ich nicht fertig mit dem Festival. Ah. Danke dir, schon besser. Joel und allen. Bitteschön. Was sind das bitte für Reifen? Gut, vorne Fahrradreifen, aber hinten... Ich glaube, da war ganz, ganz viel Alkohol im Spiel. Alkohol und die anderen Drogen. Zu oft irgendwie irgendwas geschnieft oder so. Ich weiß ja nicht. Aber da war wirklich ganz viel Zeug im Spiel. Bei dem Tuner. Okay. Aber Alter, bei dem Blitzer über 300 Sachen?
verging schnell. So, es wäre Kapitel Nummer 6. Ischas Taxi kommt zur Rettung. Dann bin ich der falsche Fahrer. Ich komme eher zur Beerdigung. Gott sei Dank, eine einfache Fahrt. Das Auto des Fahrgasts ging kaputt und du sollst den Gast heimfahren. Okay, ja, Klassiker. Mach ich doch gerne. Hier ist der Abholort. Das sollte sich nach der letzten Fahrt was wie Urlaub anfühlen. Nur um das klarzustellen, du fährst nicht langsamer und hast keinen Urlaub. Okay. Den Urlaub ist schon mal sehr gut. Ja, Urlaub ist schon was Feines. Vor allem, wenn man, ich sag mal, wirklich wegfahren kann. Oder wegfliegen oder wegschwimmen. Je nachdem, wo man hinfährt. Oder welches Gebiet. Aber Urlaub ist schon ganz geil. Natürlich schön, wenn man auch viele Urlaubstage hat. Zur Verfügung. Ich meine, ich hab. Das kann ich sagen, ich habe jetzt eine Ausbildung, ich habe 27 Tage pro, stimmt, ich muss hier parken. Ich habe 27 Tage Urlaub. Das finde ich in Ordnung. Und das Mindeste, was ich kriegen müsste, wären 20 Tage. Parke hier, der Fahrgast sollte in der Nähe sein. Weil diese Regelung mit den Urlaubstagen, die richtet sich erstmal natürlich nach Alter. Du musst dir wegen des Wagens des Kunden keine Sorgen machen. Ich habe den Abschleppdienst gerufen. Er holt ihn gleich. Oh, da fällt mir ein, der Kopierer ist kaputt. Das heißt, dass ich die Rechnung selber ausdrucken muss. Was heißt das, ich... Das sollte ich aber nicht kümmern. Da ist der Fahrgast. Ich kann dir eine schreiben. Aber der Urlaubsanspruch richtet sich nach dem Alter. Wie bist du so schnell hergekommen? Wusstest du schon vor mir, dass mein Auto eine Panne haben würde? Genau. Also ich glaube, ich kenne die Regelung nicht genau, aber halt, wenn man 18 ist, dann so ist das muss doch man, immer. Man möchte irgendwo hin und schon geht ein Lämpchen an und das Auto streikt. Halt, wer über 18 ist, der muss mindestens 20 Urlaubstage pro Kalenderjahr haben, 20 Arbeitstage oder 24 Werktage. Als würde es wissen, dass man schnell irgendwo hin muss und dann gegen einen arbeiten. Du glaubst nicht, dass das so ist, oder? Nein, natürlich nicht. Das ist in beiden Fällen dann 4 Wochen sind pro Jahr. Das ist das Mindeste, wenn man über 18 ist. Also wenn man jünger ist, muss man halt mehr Tage haben. Ich glaube, wenn man unter 16 ist oder genau 16, dann muss man sogar mindestens 30 Tage Urlaub bekommen. Da ich ja schon zum älteren Semester gehöre. Vielleicht sollte ich Ischas Taxis in die Kurzwahl speichern und mein Auto loswerden. Es ist ohnehin ein Schrotthaufen. Okay. Das waren 3 Sterne. Ach du Scheiße. So kacke, wie ich gefahren bin. Natürlich 20 Tage ist Minimum, aber mehr ist halt schön. Das war meine Ausbildung im letzten Jahr, als ich ja noch Kfz-Mechatroniker war. Da hatte ich 20 Urlaubstage. Das ist absolute Minimum. Jetzt bei der neuen Ausbildung habe ich 27 Tage. Schon. Finde ich schon in Ordnung. Ich bin halt auch nur Azubi, ne? Ich bin jetzt Azubi, kein normaler Arbeiter. Für einen Azubi 27 Tage Urlaub. Ich meine, 7 Tage mehr, als sie müssten. Das ist schon ganz nice eigentlich. Ich finde, 27 klingt doch eigentlich schon ziemlich viel. Ich meine, das sind ja, ne? 5 Wochen und 2 Tage Urlaub, die ich mir nehmen kann. Da aber, dass ich nicht so lange im Betrieb ist, ist das eigentlich ganz schön viel. Klar, ein Jahr in der Ausbildung. Ich war noch Berufsschule. Das musst du dann auch bedenken. Das ist ja, glaube ich, auch, sind, glaube ich, auch 13 Wochen im Jahr, die ich nicht da bin. Also 13 Wochen Berufsschule. Dann, ich sag mal, mach es einfach so. 13 Wochen Berufsschule. Machen wir 5 Wochen Urlaub und eine Woche vielleicht durch Feiertage, die frei sind. Weil sich hier durch Tag der Deutschen Einheit und sowas oder sowas, da ist ja auch mal zwischendurch frei. Also sagen wir mal rund 19 Wochen im Jahr, die ich nicht im Betrieb bin. Das ist ganz schön viel. Also das ist wirklich nicht wenig. Aber gut, ich mache die Regel nicht.
Natürlich, Urlaub ist auch, ist immer in irgendeiner Form gut so oder wichtig, dass man das hat, was ich nehmen kann. Auch in der Ausbildung ist das in Ordnung. In Berufsschule ist auch wichtig, will ich gar nicht jetzt so negativ sagen, dass ich nur im Betrieb sein soll. Das wäre auch nicht wichtig, finde ich. Natürlich, jeder Betrieb ist unterschiedlich. Und halt in der Berufsschule kriegt dann jeder das gleiche Wissen vermittelt. Teilweise im ersten Lehrjahr auch viel noch, ich sag mal, Allgemeinwissen sowas. Wir haben auch allgemeinbildende Fächer jetzt noch, wie Deutsch und sowas. Wir haben Englisch, wir haben Sozialkunde. Da geht es eher, also erstmal um allgemeine Sachen. Auch für, ich sag mal, Grundbildung. Natürlich ist nicht jeder Zubi auf dem gleichen Stand. Ich habe ja zum Beispiel, ich habe Abitur. Einige haben mittlere Reife gemacht. Ich glaube, einer hat auch nur Hauptschulabschluss gemacht, oder Berufsreife. Und da ist halt nicht jeder auf dem gleichen Stand. Da ist halt jeder so ein bisschen so ein Basiswissen nachher irgendwann hat. Ist doch gut so. Und natürlich auch die Theorie. Natürlich auch haben wir auch einige Stunden in der Woche sind wir am PC. Ich glaube 10, 12, 13 Stunden sind wir in der Woche. Also in der Berufsschule sind wir am PC. Machen auch verschiedene Sachen, natürlich auch mit Excel, machen was mit Word und alles Mögliche, wie man Angebote erstellt, wie man bestimmte Tabellen macht, wie man da bestimmte Sachen mit ausrechnet und so weiter. Formatieren, alles Mögliche. Das ist schon wichtig, dass man sowas übt. Weil zum Beispiel, ich hatte in meinen 13 Jahren Schule, hatte ich nicht einmal Excel. Einige hatten das mehrere Jahre. Was ich schade finde. Dann kriege ich irgendwie, ich denke mal, Word oder PowerPoint werden die meisten gehabt haben. Aber Excel hatte ich halt nicht in der Schule. Natürlich wird in meinem Beruf auch Excel benötigt. Das ist klar. Benutze ich ja auch eigentlich tagtäglich Excel. Auf der Arbeit. Nur dazu brauche ich halt kein, ich sag mal, bis jetzt kein großartiges Wissen über Excel. Sie da irgendwelche genauen Funktionen kennen muss, das ist bisher auf Arbeit nicht so. Deswegen habe ich halt viel mit Excel zu tun. Das ist halt, ich sag mal, für meinen Beruf ein doch schon nicht gerade ein wichtiges Programm. Das ist auch, denke ich mal, die meisten Azubis in meinem Beruf auch des Öfteren mal benutzen werden. Das mal so zu formulieren. Ja, des Öfteren. Ja gut, Word benutze ich auch ab und zu. Weil ich auch verschiedene Pläne schreiben muss, manchmal. Zum Beispiel Veranstaltungspläne muss ich teilweise schreiben. Oder auch Kündigung habe ich auch schon geschrieben, Rechnung schreiben. Obwohl, Rechnung schreiben wir sogar mit Excel eigentlich. Da muss ich Rechnung auch nach Kosten oder nach Nutzern aufteilen. Das ist zum Beispiel bei Telekom so, kriegen halt eine große oder ganz viele große Telekom-Rechnungen im Monat. Die müssen halt auch für jede Nummer aufgeteilt werden. Heißt, ich zum Beispiel jetzt, welche halt Nummer wie viel telefoniert hat. Das muss ich halt auch aufteilen. Das ist bei Tank genauso, wir haben auch ganz viele Fahrzeuge im Fuhrpark. Und da war quasi nach Anbieter halt im Monat eine oder zweimal im Monat eine große Tankrechnung. Die müssen halt auch auf die einzelnen Fahrzeuge und auf die Kostenstellen aufteilen. Dazu brauche ich halt auch Excel. Aber halt eher Sachen, ich sag mal, zum Eintragen, zum Dokumentieren. Und eher weniger, um Sachen neu zu erstellen. Also die Tabellen und sowas, das ist eigentlich vorgegeben. Führen wir einfach nur weiter, kopieren die alte Tabelle und ändern halt die Werte. Oder zur Not füge ich was Neues ein, aber das kriege ich auch noch hin. Überholmanöver. Ja, Bentley, ne? Man kennt es nicht. Das Track-Toy. Ein 2, irgendwas Tonnen Bentley. Sicherlich kein Track-Toy. Natürlich, Gewicht ist nicht alles. Das muss nichts heißen, wenn ein Wagen viel wiegt. Aber das kann mich keiner erzählen, dass ein
über 2 Tonnen schweres Auto ein Track-Toy sein soll. Das ist einfach nur absoluter Bullshit. Ja, was macht denn der Kamera gerade hier? Was ist los hier? Wieso willst du nicht Vollgas fahren? Die Kurve geht doch 100%ig Vollgas. Oder welche Kurve? Oder sind das so viele Unebenheiten? Oh, gib doch Gas, Junge. Du fährst einen Porsche, ja? Du kannst doch Gas geben. Doch, hat sich um die Kurven. Nicht zufrieden mit. Und ja, KI so. Kommt gar nicht mit. Kommt denn so gut? Ja, eigentlich nicht. Das war zu weit. Aber der Wagen fühlt sich noch ein bisschen schwer an. Das muss ich sagen. Man merkt, dass es halt kein leichtes Auto ist. Warum der Wagen so schwer ist, keine Ahnung. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mein großer Motor muss nicht heißen, dass das schwer ist. Muss noch lange nichts heißen. Genau, da heißt doch kleiner Motor nicht leichtes Auto. Voran, wie man den Motor baut. Auch zu welchen Preisen natürlich. Weil ich meinen Motor leichter bauen, wird halt dementsprechend teurer. Wenn man Teil aus leichtere Material nimmt, was ich Titanteile oder sowas teilweise. Nur eine Frage des Geldes. Ich denke, bei dem Wagen werden eher, ich sag mal, normale Teile genommen. Keine besonders leichten Titan oder Carbon irgendwas Zeug. Oder nicht im großen Stil, sag ich mal. Weil ja, so ein Camaro, der ist ja nicht wirklich teuer. Für die Leistung, die er hat. Also Preis-Motor-Leistung-Verhältnis ist halt nicht gut. Und auch Preis-Leistung generell finde ich schon. Wir sind Autos, die auch beim Ford Mustang finde ich Preis-Leistung eigentlich geil. Und Challenger sowieso. Ich meine, gibt es wirklich deutsche Autos, die diese Leistung besitzen, die es auch für solche Preise zu kaufen gibt? Das wird ganz, ganz schwierig. Ich weiß gar nicht, was die Dinger kosten. In Deutschland. Bei Mustang gibt es ja hier. Was kostet eigentlich so ein Mustang GT? Ich weiß es nicht. Weil es ja so leistungsmäßig würde ich ja, ist ja so die Richtung gehen M4. Ich glaube, ein M4 fängt erst bei dem Doppelten an. Ich glaube, muss dann kriegst du locker unter 40.000. 9. Weiß ich gerade nicht. Wenn dann kriegst du schon so ab 35.000 Euro. Muss dann GT. Und ja, M4 geht, glaube ich, erst so bei 70 los. Oder C63, glaube ich, noch weiter oben. Die haben auch andere Fahrleistungen und so, oder sind auch vielleicht schneller, das weiß ich. Und von der Motorleistung her. Sind solche Autos, glaube ich, gegen deutsche Autos fast unschlagbar. Solche Muscle Cars oder Pony Cars oder whatever, wie man die auch nennen mag. Das sind halt einfach nur geile Sportwagen. Mit einem anständigen Preis, mit anständigen Motoren.
Beziehungsweise, wenn ich mal wirklich, ich sag mal, ein bisschen mehr Geld hätte und mir, sag mal, als Zweitwagen einen Sportwagen kaufen würde, nicht als Erstwagen, dann würde ich auch nicht sowas nehmen. Würde ich weiterhin irgendwie einen kleinen Wagen nehmen als Erstauto. Aber so, ich sag mal, als Spaßauto würde ich, glaube ich, auch eher so Camaro Mustang als Challenger nehmen, als irgendwie ein M4 oder wie als eine C-Klasse oder Audi RS irgendwas, RS5 oder so. Ne. Würde ich lieber sowas nehmen, wie ein Camaro und eine Corvette. Auch gerne eine Basis-Corvette, eine Stingray. Würde eigentlich auch reichen. Oder halt, die Mustang GT. Ein Challenger SRT8 oder so. Muss ja kein Hellcat sein. Vielleicht wäre irgendwie cool. Aber nee. Das brauche ich gar nicht. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, quasi zwischen Mustang, Camaro oder Challenger. Challenger würde für mich, ich sag mal, von den dreien, finde ich ihn am hässlichsten. Klar, ist noch ein schönes Auto, aber er sieht halt nicht ganz so modern aus. Das würde ich halt nur damit sagen. Natürlich, Mustang ist schon ziemlich pornös. Also vom Innenraum würde ich sogar sagen, wahrscheinlich Mustang. Halt, digitaler Tacho finde ich extrem geil vom neuen Mustang. Aber vom Exterior auf jeden Fall Chevrolet mit der Camaro. So, leistungsmäßig ist natürlich in einer Liga, wo man da redet. So, oh ja, der Mustang GT hat ja nur 400 irgendwas PS, das ist einfach verdammt schnell. Das ist auch schnell genug. Da braucht man nicht 600 irgendwas, aber beim Mustang und Camaro gibt es ja beide mit 10-Gang Automatikgetriebe. Das gefällt mir sehr gut. Braucht eigentlich auch kein Mensch, aber ja, warum denn nicht? Ist halt trotzdem geil. Also wenn auf jeden Fall Mustang GT mit 10-Gang Automatik oder halt eine... Oder gibt's die Camaro SS überhaupt mit 10-Gang Automatik? Oder ich meine, die Camaro SS gab es nur mit 8-Gang Automatik. Und dann nur die Top-Version ZL1 und ZL1 LE gibt es mit 10-Gängen. Ja gut, wenn dann halt, würde ich auch direkt mal 10-Gänge haben. Also ZL1. Ich kann mir sogar vorstellen, eher Mustang zu nehmen. So ein Sauger. Aber wenn halt mit 10-Gang Automatik. Das ist irgendwie cool, sowas zu haben. Ich mach nochmal Chevrolet gegen Dodge. Oder halt eine 10-Gang-Automatik im Ford Raptor. Auch sehr cool. Da kommen 5 Runden. Leichter Regen, ja, von mir aus. Ja, war eigentlich ganz gut feiern. Ich glaube, außer jetzt so im amerikanischen Raum gibt es weiter keine Autos mit 10 Gängen, serienmäßig. Halt, ich kenne nur Camaro, Mustang und F-150 Raptor. Andere Autos kenne ich nicht mit 10 Gängen. Also jetzt Straßenautos. Und an sich Autos, nicht LKWs. Da gibt es schon etwas längere Zeit mehr als 10 Gängen. Das ist da nichts Besonderes. Mein Vater hat auch mehr als 10 Gänge. Ich rede von Personenkraftwagen. Serienmäßigen. Oh ja. Und noch Allrad DC2. Dieses Ding neigt eher in der Kurve. Ja, Fahrwerk ist so minimal weich wahrscheinlich. Komm. Und ja. Ciao, Corvette, man sieht sich immer wieder.
Der Fall in der Kurve können die absolut gar nichts. Gas, Junge. Okay, Viper sehe ich, glaube ich, gerade. Hallo. So. Bleib ich vorne oder wird er mich überholen? Oh mein Gott. Na, doch nicht. Wohl doch nicht, du Idiot. Nee, war nicht ganz so gute Idee. Was ist eine geile Strecke? Ich gerade erst. What a nice track. Okay, ja. Hätte ja klappen können. Doch ein wenig früh eingelenkt. Okay, ja, der Regen. Man merkt, dass die Straße nass ist. Was eine Runde, ey. Ja, ich glaube, man kann hier so richtig geil durchfahren. Wenn man die Kurve perfekt nimmt. Ist halt zu spät. Ich muss halt genau im richtigen Moment einlenken. Da kann ich die Kurve ganz easy durchfahren. Okay, das war doch eigentlich nicht so weit rechts. Genau wie die AfD. Ja, so nicht. Hallo, beruhig dich, Camaro. Was mach ich denn gerade, ey? Hm, schönes Auto. Downforce, Junge. Nein, Fabian. Die letzte Runde sollst du aber bitte auch mal halbwegs gescheit fahren. Vor allem die Kurve hier. Oder die ersten beiden. Naja. Rum. Schön Vollgas. Das wäre eine 0,55er Zeit. Das sollte jetzt drin sein. Zu spät gebremst und vor allem nicht auf der Straße. Das war nicht gut. Ah, das ist echt nicht gut. Ich hoffe, das reicht trotzdem. Echt eine geile Strecke bei dem Auto. Alter. Oh, ich glaube, wir haben vielleicht eine 54er Zeit. 54,9. Oh, ja, 54,8. Geil. Aber das Auto auf der Strecke, sehr geile Kombination. Macht richtig viel Laune.
Also müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr den Autopass habt. So, da kann man glaube ich auch nicht einzeln kaufen. Oder geht das überhaupt noch bei Horizon 4? Also in den vorigen Teilen ging das ja, dass man auch Autos für 3 Euro einzeln kaufen konnte, wenn man nur eins haben möchte. Aber geht das jetzt immer noch? Ich weiß es nicht. Aber das war der beste Deal, wäre einfach gewesen Ultimate Edition. Ist Preis-Leistung ist in Forza einfach der beste Deal. Klar, viel Geld und so und DLC kosten Geld und bla bla bla. Aber auch wieder ein Preis-Leistungs-Verhältnis, was man 400 Euro bekommt. Das ist verdammt geil. Auch was man für 70 Euro bekommt, ist einmal geil. Die Standard-Edition. Das ist schon extrem fett. Aber die 30 Euro mehr, die habe ich da gerne ausgegeben. Vor allem auf lange Sicht sind die 30 Euro mehr, das fällt halt nicht wirklich auf. Das Spiel ja jetzt schon knapp 400, ich glaube 420, 430 Stunden gespielt. Und da haben sich 100 Euro ja schon locker wieder rentiert. Aber sowas von. Also kostet mich jetzt eine Stunde spielen nicht mal 25 Cent. Und das wird sich ja noch mal halbieren, der Preis wahrscheinlich. Also im Spiel sehe ich, boah, wie viele Stunden sehe ich da so? Nochmal das Doppelte oben drauf vielleicht, wer weiß. Ob ich Horizon 3 knacken kann, das ist schwer. Das weiß ich halt echt nicht. Aber es kommen noch einige 100 Stunden dazu. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich meine, da es Spaß macht, warum nicht? Und das auf 100 Euro für die lange Spielzeit auch, finde ich eigentlich ganz angemessen. Da könnte gerne eine andere Meinung sein, aber ich finde das in Ordnung. Viele Spiele, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis oder Preis, ich sag mal, Spielstunden, Spiel-Spaß-Verhältnis deutlich geringer. Das ist keine Werbung. Oder ich weiß nicht, gibt es auch nicht dieses Ultimate Add-on-Bundle? Das ist, glaube ich, 50 Euro. Man kann ja von Standard auf Ultimate upgraden. Das kostet, ich meine, 50 Euro. Ob das denn jetzt natürlich ein Wert ist, das muss man selber entscheiden. Aber sich die Ultimate Edition sich zu Release zu holen, war für mich die beste Entscheidung. Das habe ich auch bei Forza eigentlich bisher noch nie bereut. Auch nicht bei Forza 7. Da kamen auch wirklich coole Autos im Carpass. Das Spiel kriegt jetzt auch noch nach dem Carpass auch noch Autos kostenlos dazu, für alle. Ist ja nicht mehr so, dass Forza nur für Leute gegen echt Geld auch noch mehr Autos anbietet. Ich meine, alle anderen kriegen ja auch mehr Autos. Bei dem Motorsport 7 gilt ja jeden Monat ein gratis Auto. Auch wirklich coole Autos. Und in Horizon 4 gibt es auch für normale Leute oder für alle gute Autos zu gewinnen. Also finde ich fair. Egal, Folge ist lang genug. Hab wieder genug gelabert. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und